Ich hab das alles gemacht, Alter. Ich hab einmal keinen hier von oben und da. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Was da? Wie ihr mich aufregen würde. Wie die Quest jetzt hier gerade. Ja, jetzt? Ach, hier. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihm gehört. Auf dem Schrank. Ich habe hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. Lausche das Gespräch. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Ich werde das einfach eben alles schneiden. Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Auf 10 Minuten. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Obwohl das eigentlich 2 Stunden war, weil ich hier rumgeeiert bin. Na, ich war ja schon mal hier. Wer ist da? Da kommen wir ja auch schon rein. So, jetzt habe ich alles freigeschaltet. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Wachen! Ich bin deinetwegen hier. Wachen! Beeilung! Ja, auf einmal ist er hier. Ich war eben hier drin gewesen, sie war keine Sau. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Was passiert jetzt? Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg. Im Geist. Einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet, oder, Basim? Was will er damit sagen? So, gucken wir mal. Was müssen wir als nächstes machen? Wer ist er hier? Der Buchwart.
der Befehlshaber. Wo ist das? Ist das hier? Münzen und Deutsche. Da müssen wir erstmal aus dem Sperrgebiet raus. Und hinten den einen klauen. So. Ich sollte weiter die Bibliothek durchsuchen. لقد كنت هناك للتوقيت للمثول أمام المحتسب مجددا. أرأيت الفراء في السوق اليوم؟ مخلوقات غريبة كثيرة. ما كنت ما قرأت. So, ها. So, David hat den Fall. Na komm, dann gehen wir zum Bruderschaftshaus. Das können wir mal nicht. Das verstehe ich da nicht. Ach, hier. Hier ist es. Basim, komm zu mir. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Dairatul Mal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. So, ne. Das ist auch wieder was Neues, ne? Komm. Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Psst. Hörst du überhaupt zu? Gut. Also, ja. Ihr gefällt die Politik nicht. Warte mal. Apropos zuhören. Wir wechseln mal auf Basims Mentor. Wobei, lass mal hier
Bei denen ja. Sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern. Können wir aber mal markieren für nächste Mal. Im eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Komm zu ihm. Ja. Das ist echt langsam. Ich muss schon in den Joggermodus reingehen. Komm, wir sind fast da. Warte. Ah, schade. Willkommen in El Kar. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Wer denn? Kann ich denn einen Typen noch ausrauben? Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Melde sich im Haus der Weisheit! Hier. Das ist ja nur eine Münze. Babushka, Babushka. Kalif ermutigt alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen Glauben zu sehen. Sorry. Der Scherbe läuft auch hier rum. Da hat mich ein Pfeil erwischt. Hier ist ein Mitglied von Aviab. Sieg in der Kelle. Oh! Hilfe! Mach es! Vom Rasen! Noch eine Scherbe. Nice. Chippe, chippe, chippe. Oh!
Da, mir gefällt nicht, wohin das Land sich entwickelt. Die Strategen der Kalif. Der Bazar. Kaputt! Völlig zerschlagen! Diese Waffen kennen keine Gnade! Sie ist erledigt. Ich hätte sie zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Diese neue Standsteuer kommt noch über die Runden. Aber das ist der große Markt. Ja. Die Luan heißt immer. Alles erdulden muss. Wo muss ich jetzt hin? Hast du das ausheilen? Lüge! Du hast mein... Wer bist du denn? Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Shuya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch! Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm! Gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Oh. Das ist nur ein Mittelfinger, so zah, du Pisser. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Deine Augen einfach voll. Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah. Genau wie damals. So, ja. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher. Nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, ja, natürlich. Das hört sich aber einfach an. Du bist unerwünscht. Für dich gibt's hier nichts. Innani ushfiqu ala alladhina ya'ishuna fi alqita' al-afqar wa ra' al-murabba'. عدد جم من الصحابة يعرف الخليفة بذلك. ومع ذلك لا تقترب منهم كثيرا. Scheiße. Auf der anderen Seite. Thank you.
Bastard, Idiot! Augenblick! Gleich verstummst du! Wer ist verstummt? Willy, Willy? Hier wahrscheinlich. Schön alles versteckt. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Es sind nur zwei. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Schub die da. Aber ich vertöte denn hier Leute? Ein Kopfgeld. Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, stell sie hier hin. Beruhigt euch doch, mein Gott, das sind Schwerter. Dann am Schreien. Es wäre Massenmord geschehen. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El-Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El-Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Ja, aber ich mach das später. Ich hab jetzt zu viel sogar gespielt. Voll abgeschlossen. Hey du, Kongs Freund. Ich habe hier etwas, das dich interessiert. Was kann ich für dich tun? Es gibt nicht Sprech. Sag mir, was das. Hafenmeister, bist du jetzt mehr? Allah verfluche dich. Keine Achtung für das Gesetz. Halt die Klappe, Mensch. Menjek. Ja. Das soll irgendwo... Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. الذي يتناول المصاريات. شبوه شباب، شنايما لكوخوت الكبويم شلي يستلقوه بلي لو مرميلا.
beim Schlie. Safe gesperrt. Ja, war klar. War klar. War klar, 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 klar. Klar, 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 klar. Ist ein Checkbrief. Am besten bleibe ich im Schatten. Vor allem jetzt wissen sie nicht mehr, wer ich bin. So. Ja, das machen wir als nächstes. Geld, Korruption und Tee. Ja, dann würde ich sagen, das sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao. Was war das? Ich werde dich zertreten, Paul. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. So dumm ist keiner, uns anzugreifen. Lass deinen Blick schweifen. Dem Schicksal entkommst du nicht. Er ist ein Bluthund und er wittert dich. Also gut. Hier nicht. Ja, gib mir Kraft! Das Schicksal. Hast du das gehört? Ja! Baden wir in Blut. Wir kriegen dich am Dorf! Ja! Allah steht mir bei! Ja! Schneller! Schneller! Er will abhauen! Hab ich dich! Gut gemacht! Ja. Ja. Dich schaffst du nicht! Das Vergnügen lag ganz bei uns! Schöner Treffer! Weiter Druck machen! Verstanden! Bleib weg! Ich mach dich alle! Bin ich jetzt dran? Ich rufe Hilfe! Erbärmlich! Allah gibt mir Kraft! Hey! Wart's nur ab! Mich hältst du nicht zum Narren! Schwächling! Mich besiegt niemand! Da kommst du nicht durch, du Narr! Geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden.
nicht mehr so lange. Al-Yunan, El-Hind, alles, was nicht aus Bagdad kommt. Ach, wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen.